Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Lavendula. Ich hatte mich ja hier in der vorherigen Folge mit Kalonia beschwert, dass ich da die ganze Zeit gelagerte Briefe stehen habe. Hier steht jetzt ein neuer Brief und wenn ich reinstehe, ist nichts drinnen, weil vermutlich das dann gelöscht wurde. Haha. Weil ich eben halt ja, verkackt habe, wie schon in der letzten Folge auch erwähnt. So, wir haben hier einige Quests. Nein, wir haben eine Quest erledigt und sollen Verok der Derwisch kaputt machen. Okay, den werden wir jetzt dann einfach mal probieren, wenn wir die hier abgegeben haben. Aha, okay, die ist da oben zum Abgeben. So, sehen wir mal, wie es uns. Moment, muss ich jetzt mal gucken hier. Huorgrimmar, Hu-Stormwind. Ah, okay, das macht er gar nicht. Dunkelküster. Das sind wir auch nicht. Ja, also die gegnerische Seite kann man wohl nicht abfragen. Aber es wurscht. So, Offiziere der Harpyien. Habt ihr die sechs Harpyien-Offiziersringe schon? Ihnen muss wegen ihrer heimtückischen Angriffe auf die Horde Gerechtigkeit widerfahren. Ja, ich hab sie. Bitteschön. Ausgezeichnete Arbeit. Ich glaube, ihr werdet es in der Horde weit bringen. Das glaube ich eigentlich fast nicht, wenn ich ehrlich gesagt bin. Wenn ich ehrlich bin, so, nicht ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, glaube ich das eher weniger, weil einfach zu wenig los ist auf dem Server. Aber sie wurscht. So, Serena Blutfeder. Ihr habt das mit den Offizieren und Unterlegenen so gut erledigt, dass ich euch noch um einen letzten Dienst bitten möchte. Serena Blutfeder ist die Schwester einer Harpyie namens Blutfeder, die Rexar vor einer ganzen Weile erschlug. Offensichtlich wurden die Karawanen der Horde angegriffen, um ihre Schwester zu rächen. Ich möchte, dass ihr die Kehle durch, dass ihr ihr die Kehle durchschneidet und mir ihren Kopf bringt. Er soll die nächste Karawane schmücken, die wir losschicken. Gebt diesen Harpyien etwas, über das sie nachdenken können. Botel. Okay. Kraft. Muss ich das wieder nach oben? Ja, okay. Das ist aber Level 20. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier zu Veroks Kopf und werden den irgendwie machen. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber. Oh, so. Wenn wir erstmal dahin gehen. Ja, genau. Und dann hatte ich ja gesagt, dass wir eigentlich uns auch auf dem Weg mal machen können, hier wieder in den Silberwald, die beiden Elite da mal zu probieren, gell? 15. Ob ich das jetzt schon schaffe? Ich meine, die Dinger sind grau. Das ist eine gute Frage. Die nächste Frage ist ja, wo könnte ich dann weiter questen? 18 bis 30. Was so in meinem 15 bis 27? Weil ich meine, Priester, es wird ja immer wieder davon gesprochen, oder wurde, wie auch immer, davon gesprochen, dass die Klasse Priester von Blizzard irgendwie so ein bisschen gehasst wird. Und ja, wie soll ich sagen? Die ist halt relativ schwach. Also du musst die Klasse wirklich beherrschen, wortwörtlich beherrschen, damit du halt auch weiterkommst. Es ist halt ein bisschen anstrengend. Noch dazu. Wohlbemerkt, in Classic ist das so. In Vanilla auf alle Fälle. In Burning Crusade glaube ich auch noch immer. In WoTK wird es dann glaube ich schon ein bisschen leichter. Und in Retail brauche ich gar nicht davon anfangen, weil da ist das sowieso eigentlich das ganze Leveln viel einfacher. So. Und wenn wir das Ganze mal so machen, ja. So, Verok. Bist du Verok? Nein, du bist ein Rudel, irgendwas. Okay. So, du bist auch noch so eine komische Tussi.
dann geht mein Schild noch. Ja, es gäbe so viel zum Einstellen in dem dämlichen Interface. Kann ich noch nicht wirken? Okay. Was bist du? Blutstürmer. Das Gemeine ist ja, ich soll jetzt hier... Oh, warte mal, ich muss dann nach vorne, ja? Okay. Ist wurscht. Ich werde dann trotzdem hier machen. Ah. Ich habe den Knopf vergessen. Kann ich noch nicht tun. Wow, was habe ich jetzt gemacht? Den verlassenen... Hä, wieso habe ich das jetzt gedrückt? Was ist da hinterlegt, bitte? So ein Scheiß. Okay. Genau, man musste nämlich da schon auch ein bisschen rundherum laufen. Und hier ist, glaube ich, so ein Hauptzelt, was hier angezeigt wird, gell? Wenn der erscheint, dann schreit er, glaube ich, hier irgendwas ähnliches rum. Interface fehlgeschlagen. So. Was macht der Buff eigentlich nochmal? Der verringert ja, glaube ich, irgendwas, gell? Den Schaden vom Gegner. Das hatte ich damals echt immer vergessen. Aber dafür bin ich überall gekommen, muss ich so gestehen, gell? So, haben wir hier schon Verok der Derwisch? Ich glaube nicht, gell? Das Ding vielleicht öffnen. Da fehlt mir der Schlüssel, oder? Da fehlt mir der Schlüssel. So, was haben wir denn da alles? Ah, okay. Dann werden wir es wirklich nehmen. Dann werden wir erstmal die beiden nehmen, wenn die schon neben mir vorbeilaufen, oder? Schade, macht mir Schaden. Ah, dann kann ich auch looten. Ha, cool. Das scheiß Viech hat das abbekommen, echt jetzt? Okay. Das war nicht so wie gedacht oder erhofft. Wie gesagt, er schreit irgendwas von sich, wenn er erscheint. Was da los ist, wenn man so viele Leute von ihm umbringt. Das kann sich nur um Jahre handeln. Es kann sich nur um Jahre handeln. Habe ich hier irgendwas? Ja. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Kann man das nicht irgendwie automatisch buffen oder so? Das lädt immer noch auf. Ich wurde einmal beschwert, Verok. Oh, oh, okay. Wo ist er? Beschwört, beschwört, beschwört. Wo ist er denn? Da, oder? Ja. Okay, also die schreien da auch irgendwas. Beschwört. Ja. So, eins, zwei, widerstehen. Willst du mich verarschen? Ja.
Sagen wir mal, jetzt kann ich hier noch schauen. Who under City? Keine Spieler. Lerox Kopf. Who unter Stadt? Keine Spieler. Echt jetzt? Wieso habe ich hier keine Spieler? Okay, also Verox Kopf haben wir jetzt. Verox der Derwisch. Verox der Derwisch. Dann werden wir jetzt erstmal ja, zu dem Typen zurückgehen, die Quest abgeben. Und dann können wir zu der komischen Serena gehen, die da oben zu machen ist. Die Questzündung könnten wir dann auch noch machen. Das ist eine PvP-Quest. Die brauchen wir nicht. Sag mal, wen hatte ich da eigentlich vermöbelt? Marodeur der Kolka. Okay, von denen hatte ich aber mehrere getötet. Nee, du musst einfach einige Leute töten und dann kommt der. Yeah. Das ist richtig ätzend. Aber ist wurscht. Das Spiel ist halt so aufgebaut, damit man halt auch leveln muss, ne? Beziehungsweise leveln kann auch. Die Goldstraße. Eigentlich könnte ich jetzt hier querbeet durchrennen, gell? Ich glaube, das werde ich auch machen. Querbeet durchrennen. Wieso habe ich eigentlich mit Lavendula so viel mehr Dingens? So, was haben wir denn hier? Verringert die von euren Schattenzaubern verursachte Bedrohung. Das brauche ich mal fix nicht. Verringert die Chance des Ziels, euren Schattenschaden zu widerstehen. 2%. Das nehmen wir mal. Kann ich nur einen Punkt erstmal reinsetzen, weil mehr hatte ich noch nicht. Siehst du, das habe ich jetzt völlig vergessen. Dass ich bei Kalonia schaue, wie ich es gedacht. Das mache ich das nächste Mal. Das mache ich next time. Next time. Echt, haben wir echt Mulgor. Puh, Mulgor. Es sind keine Leute da. Winterspring. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Winterspring. Ne. Das gibt es nicht. Was haben wir denn noch? Oh, Desolace. Ich bin hier Mutterseelen allein. Thunder Bluff. Okay, es wird eh auseinandergeschrieben. Oh, Thunder Bluff. Nö, ist auch keiner. Keiner da. Keiner da. Absolut keiner da. Ich glaube, hier kommt ja jetzt dann als nächstes die eine Quest, an der ich damals so viel gescheitert bin, die ich dann verhasst, also gehasst habe, weil die alleine einfach nicht noch machbar war. Also entweder man wartet halt, bis man ein höheres Level erreicht hat und die dann alle umnutzt, oder man holt sich Hilfe. Eins von den beiden Dingen. Nachdem ich jetzt aber irgendwie gefühlt, warte mal, Brachland, Brachland. Oh. Ich bin doch nicht alleine. Ich würde gerade sagen, nachdem ich hier aber gefühlt alleine unterwegs bin, auf der gesamten Horde-Seite. Kraft und Ehre. Verox der Derwisch. Habt ihr Verox gefunden, Lavendula? Ja. Alter, mich kotzt das so an. Skinner. So. Farben. Hintergrund. Textüberschrift. Textkörperfarbe. Border, Hintergrund, Border Color, Hintergrund Color. Welche Hintergrund Color?
Muss ich das irgendwie heller machen oder so? Schauen wir mal. Was ist eigentlich? Für die Horde! Dam, 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 dam. Für die Horde. Thrallhall! Thrallhall! Es ist immer noch so komisch schwarz. Wieso? Oh, wurscht. So, habt ihr Werk gefunden, Lavendula? Ja, ich habe ihn gefunden. Sehr gut. Ihr müsst diesen Zentauren wirklich aufgescheucht haben. Unsere Wachen haben in der Nähe der Praktikenoase Aktivitäten bemerkt. Vielleicht wart ihr das ja. Ihr könnt stolz auf eure Taten sein, Lavendula. In euch steckt viel Mut. Ja. Hesrul Blutmal. Ich glaube, das ist jetzt wirklich die Quest. Beweglichkeit, Ausdauer. Alter, ich brauche den Ring nicht. Ausdauer, okay, aber Int, Wille wäre alles besser. Also, Int in dem Fall wäre eigentlich ganz gut. So, Hesrul Blutmal ist der Anführer der Kolka-Zentauren im Prachtland. Er ist wild, brutal und schlau. Könnte man ihn besiegen, würde das die Kolkas spalten und zerschlagen und die Bedrohung durch sie enorm entschärfen. Also tötet ihn und bringt mir, genau wie zuvor bei Barak und Verok, Hesruls Kopf. Er führt sein Volk von der blühenden Oase im Süden aus an. Okay, ist doch noch nicht die Quest. Jetzt kannst du wieder nach Süden laufen und... ist das kacke. Ich werde jetzt trotzdem erstmal hier nach Norden laufen und schauen, ob ich die komische Serena da kaputt machen kann. Wieso geht das nicht? Genau. Farbe, Module, also Module, Buttons, Farben. E-Frames. Disabled Skins. Verlauf, Farben, Text, Körperfarbe. Da könnte ich eigentlich, wenn ich nicht so, ich gehe da mehr ins Orange rein. Das gefällt mir nämlich, glaube ich, besser. Text, Überschrift, Farbe. Das kann auch mehr dahin und mehr dahin. Ignore Text Color. Au! Warte mal. Toll. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Wir brauchen unbedingt. Hey, spielst du das Überlebens-HM Classic? Was Überlebens? Hä? so, warte mal. Jetzt muss ich hier meiner Freundin eben mal Bescheid sagen. Überlebens-Classic? Das Überlebens? Hä? Hi. hi. Bin gerade etwas verwirrt. Bin gerade etwas verwirrt. Verwirrt. Was du genau meinst, aber ich nehme gerade ein Video auf. So, dann werden wir das mal machen. Warte mal, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ah! Dahin, okay, so. Überlebens, das Überlebens Classic? Was? Yeah. Überlebens? Achso. So, da. Braucht dann noch ca. 45 Minuten. So, du, ach, du gehst da, dann schreibe ich dir später für den Erfolg und was. Danke. So, du, kann das Ding. Das wäre sowieso das weggenommen. Das kommt davon, wenn man sich nicht darauf konzentriert, wo man langläuft, gell? Mit den Rosen, danke. Wenn man sich nicht darauf konzentriert, wo man langläuft, sondern eher aufs Chatten konzentriert ist. Aber nein! So. Vielleicht sollte ich dann heute noch ein bisschen WoW spielen. Die Frage ist nur, wo genau, oder? Ein Rare.
kann ich noch nicht wirken. Den werde ich mir jetzt gleich schnappen. Das lädt immer noch auf. Fuck, ich habe aber den einen Buff nicht. Ich schaffe das so. Da bleibt er erst einmal stehen. Der spuckt mich an. Alter, bist du ein Lama oder was? Der spuckt mich Vollgas an. Ich glaube, es hackt. So. Die Wilddornrose wollte ich eigentlich, gell? Zu der bin ich hingesteuert. So. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Verteidigung plus 1. Beweglichkeit wird. Alter. Das ist ja richtig doof. Was haben wir hier? Streitkolben. Beweglichkeit, Ausdauer. Das bringt mir auch nichts. Alter, ist jetzt alles so doof. Magnus Königsgrad. Kräuterkunde. 110. Bergbau 81. Bergbau sollte ich ein bisschen was machen, glaube ich. Also das ist halt so eine Sache, gell? Kräuterkunde geht halt wirklich schön nebenher. Bergbau würde auch nebenher schön gehen, aber ja, wenn halt nur Bergbau machst, irgendwie, glaube ich. Kupfer, warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. What? Achso, jetzt habe ich... Okay. Ich glaube, ich sollte hier dann mal die Taschen ausmisten. Schwerer Leinenverband. Hier brauche ich einen Wollstoffverband. Okay, den Leinenverband, Leinenstoff, den könnte ich dann eigentlich mal verkaufen anfangen, gell? Falls das überhaupt Sinn hat. Auf diesem Server. Das ist ja eben die große Frage, gell? Also da unten wollte ich eigentlich reinschauen. Blutsplitter. So. Ich wollte jetzt eigentlich hier die Blumen lassen. Da ist nämlich eh nochmal eine Blume, die ich brauche. Beziehungsweise die ich haben will. Weil Bergbau ist ja eigentlich gar nicht so enorm. Ah, brauche ich die beiden Zinn und Bronze, dann kann ich das eh weiter scalen. So, du bist einmal kaputt. Ja. Hm. Mehr Preis. Das ist zu weit entfernt. Okay. Moment. Kann ich noch nicht wirken. Auch noch mit. Ich glaube, wenn ich dann in der Stadt bin, werde ich dann hier ein bisschen Bronze verhüten machen, dass ich hier weiterkomme. Das ist, glaube ich, das Um- und Aufbau hier bei Dingens. Das ist das. Wah. Okay. Hol mir nicht noch andere Sachen hier dazu, die brauche ich nicht. So. Ich glaube, ich meine, gesagt zu haben, dass ich das Ganze nur übers Abbauen skillen möchte. Was aber schlussendlich weit aufwendig ist, also weit zeitintensiver ist, so muss ich sagen, als jetzt zum Beispiel Kräuterkunde, weil ich kriege halt für einen Skillpunkt schon mehr Erz als für einen Abbau kriege ich mehr Erz als Skillpunkte und das ist ein bisschen doof. So, und es ist auch eher brutziger. Bin ich jetzt überhaupt noch richtig unterwegs? Okay, ich muss jetzt mehr da lang. Da ist wieder der Rare. Schwester Wildranke. Ich könnte dich aber noch mal kaputt machen, ne? Ein Rare Elite. Noch ein Rare dazu. Jetzt habe ich jetzt 6 Sekunden lang keinen Schutz oder was? Wow! Dieser Zauber ist noch Fuck nicht you. Bereit. Warte mal, was habe ich denn hier? Ich glaube, ich habe es übertrieben.
nein. Ach, nicht Gott. Genug Mana. Nicht genug Mana. Nein, ich werde sterben. Ich bin gestorben. Okay, ich hab's übertrieben. Naja, ich hab's übertrieben. Die andere war unsichtbar. Warum war die direkt neben der? Das ist doof. Naja, ein toten Einfolger, ein toten Nanenfolger. Wäre ja sonst zu langweilig, wenn man nie stirbt, gell? So. Bin ich wieder irgendwo. Naja, gut. Wenn die dann doch zu stark ist, dann werde ich mich einfach... Aber die habe ich doch letztens kaputt gemacht, ohne weiteres. Das verstehe ich nicht. Aber dann werde ich mich jetzt einfach hier auf den Weg zur Serena machen und fertig. Ich meine, zu stark. Ich weiß schon, warum ich dies letztes Mal geschafft habe, weil die nicht zu zweit angegriffen haben. Blöde Kuh. Typisch Weiber. Typisch Weiber. Gehen auf dich los wie Furien. Schlechter Wortwitz. Aufgelegter Wortwitz. Das Rezept Divia Supreme war gerade auch ganz cool, gell? Ich weiß echt noch, wie ich von dem Zeug so viel hatte. Und ich teilweise im PvP als Mini, was war das? Das war, glaube ich, so ein kleiner Gnom, in dem man sich verwandeln können. Das war allerdings zu WTLK-Zeiten. Da hatte ich ja, also damals, zu Schulzeiten, hatte ich ja jede Menge Zeit auch für das Spiel. Und ja, habe halt hauptsächlich nur WoW gespielt und nicht auch noch Sims. Das Sims nimmt ja auch sehr viel Zeit in Anspruch. Und ja, also ich habe da ja, warte mal, man musste ja in Classic Vanilla, in Burning Crusade auch noch, ich glaube in WoTLK auch noch, das Nockenfogger-Elixier, was man ja in Tanaris kaufen kann, musste man ja freischalten. So, das hatte ich natürlich gemacht, weil das hat mir dann irgendwann mal gesagt, ja, es ist ein Nocken, weil ich dann gefragt habe, wieso rennt es als Skelett rum, gell? Und, oder wieso so klein und keine Ahnung was, und dann hat mir halt einer gesagt, ja, das ist das Nockenfogger-Elixier und das kriegst du halt in Tanaris, musst du das und das machen, passt. Ich gemacht, Nockenfogger-Elixier, gut, und das machte ich ja auch klein, gell? Also es kann dich klein machen, es kann dich in ein Skelett verwandeln oder es gibt dir, glaube ich, eine Feder, dass du halt sachte runterfliegst. Das ist so wie meine Feder, die ich noch nicht besitze, okay. Dieses Levitieren oder die Feder vom, nee, wenn man nicht levitieren, sondern die Feder vom Mage, genau, so muss ich das eher vergleichen. Die Feder vom Mage, so ungefähr ist es dann zu vergleichen. Also da mit Glück kann man das halt saufen während dem Fall und fällt dann halt sachte runter. Gut. Siehst du, hätte ich eh was gehabt. Ah, ich habe eh was zum Trinken eingesteckt. Alter, was ich hier alles. Ich muss da echt dringend ausmisten. Gut, auf alle Fälle. Ich freigeschaltet. Dann das nächste in WoTLK gab es dann, wenn man geangelt hat, diese Pygmäen-Fischhalter. Die so, keine Ahnung, die haben so ausgesehen wie so grüne Schrimps. So grün-blaue Schrimps oder wie die ausgesehen haben. So richtig witzig halt auf alle Fälle. Wow. Auf alle Fälle. Und die ist da drüben. Und okay, du machst mir zu ruckartige Bewegungen. Und von denen hatte ich dann halt während dem Angeln, die hast du, glaube ich, an jeder Stelle erangelt. Alter. Okay, jetzt hast du falsch erwischt wieder.
So. Jetzt kriegst du das ab, du kriegst das ab und ich möchte eigentlich mir mein Ding geben. Das kann ich noch nicht, okay. Das lädt immer noch auf. So, jetzt aber. Gut, und diese Pygmäenfischhalter haben dann. War das Kochen? Nee, das war, glaube ich, Alchemie dann nämlich auch. Die hatte ich dann in. Also mit Alchemie konnte man dann diese Pygmäenfischhalter halt umwandeln, so in so Fläschchen, Getränke. Weil dabei gestanden ist dann Trink mich. Also so wie beim Deviatfisch. Iss mich ist bei denen halt Trink mich irgendwie dabei gestanden oder so, oder auch Iss mich. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Auf alle Fälle konnte man das einnehmen und das hatte ich dann zuerst geschrumpft und ich glaube nach der 10. Einnahme hatte ich das dann in so einen kleinen Gnom verwandelt. Und ich habe das jetzt beides kombiniert dann einfach mal. Ich habe mich zuerst mit dem Nockenfocker klein gemacht, also Nockenfocker zuerst so lang genommen, bis ich klein geworden bin, also kleiner. Und dann habe ich dieses Pygmäenfischöl da genommen. Bis ich ganz klein geworden bin und ein Mini, also so wirklich so ein ganz Mini Ding geworden bin. Also war richtig witzig. Das war richtig witzig. So, da ist die Sirena Blutfeder. Euer Kopf wird. Alter, wo kommt die denn her, Rama? So. Du kriegst auch diesen hier ab. Diesen hier kriegst du ab und dann kann ich mich hier wieder schützen. Eine blöde Kuh. Dass die alle immer glauben, sie können davon fliegen. Das habe ich jetzt überhaupt noch einen dummen Platz. Drei Plätze habe ich noch frei. Hoppala. Drei Plätze habe ich noch frei. Okay, so. Diesen hier und dann werden wir hoffentlich die hier mal holen. So. Die ist jetzt auch alleine, das finde ich sehr gut. Hat meine Sache nicht widerstanden. Meinem Schattenschaden. Die gute Dame. Doch, tut sie. So, Serenas Kopf. Oh, was haben wir denn da jetzt bekommen? Einen Ring. Ausdauer Int. Oh, wir haben noch gar keinen Ring. Den legen wir natürlich gleich mal an. Das ist sehr gut. So, dann wollen wir hier nur noch raus. Raus. Hesrols Kopf. Vielleicht können wir den dann auch noch machen. Aber das ist ehrlich gesagt ein blödes Umgerenne hier. Ah. Na? Alter! Die gehen mir gerade auf den Sack. Ist klar. So, verschwindet einfach. Lasst mich einfach in Ruhe. Jetzt habe ich gleich die nächsten zwei an der Backe. Nee, gar nicht, okay. Ich war ja tot. Ich möchte ja die Blumen mit einsammeln, so nach und nach. Verlasse Kampf, das finde ich super. Was haben wir denn hier? Erdwurzel, Silberblatt. Brauche ich alles nicht mehr. Bilddornrose. Bringt uns noch was. Ah, hier wieder die gleiche, okay. Na, wir waren noch, glaube ich, lang genug jetzt dort. An Ort und Stelle. Dass wir uns das hier nochmal holen können. Wo habe ich eigentlich meinen Ruhestein? Crossroads. Den könnte ich eigentlich verwenden, gell? Könnte ich. Wenn ich wollte.
Welche Taschen habe ich hier eigentlich? Ich habe hier eigentlich eh schon voll große Taschen, ne? Ja, 10. Die habe ich geschenkt bekommen. Stimmt ja. 10 Platzbehälter. 12 Platzbehälter. Ich glaube, ich müsste echt mal ins AHA gucken. Ob da die Sachen eigentlich auch so teuer sind. Oder ob man die eigentlich recht günstig bekommt, weil halt nichts los ist. Achso, eigentlich wollte ich darüber gucken, ne? Das muss ich jetzt erstmal verschieben, weil ich brauche freie Taschen. Ich brauche wieder freie Taschen. Also, erstmal, erster Halt Crossroads. Da muss ich hin. Was haben wir hier? Wilddornrose. Wo ist die? Da. Also erster Halt Crossroads Quest abgeben, Taschen ausmisten. Achso, genau, das 10. Das gibt auch nur 10, ja. Ja. Dann könnte ich das Erz eigentlich gleich machen. Was haben wir hier? Silberblatt, das brauchen wir nicht. Taschen ausmisten, das mit dem Erz könnten wir machen. Dann sollten wir hier eigentlich auch gleich wenigstens ein paar Punkte bekommen, dass wir weiter skillen können. Also, wenn man habe ich eigentlich schon Reload gemacht? Nee, klar. Weil ich ja total unvorbereitet da gestorben bin und so weiter. Hier sehe ich nichts. Rezept für deinen Tod. Silberblatt. Eine Katze. Eine Katze war auch ganz lustig. Die kam ja in der letzten Folge an. Kam auf den Tisch. Hat sich mitten vom Bildschirm hingestellt, hat mich angeguckt, schnurrt kurz. Ich habe halt die Katze begrüßt, das habt ihr eh gehört. Katze geht wieder. Und nach der Folge habe ich dann mal geguckt, ja, wo ist denn die Katze jetzt eigentlich hin, gell? Liegt er noch irgendwo, kann ich ihn kuscheln oder sonst irgendwas knuddeln? Ja. Hat sich wieder... Raus damit! Ah, okay. Hat sich wieder verkrümmelt. Das kann man verkaufen, das kann man verkaufen. Man wird beim Anlegen gebunden, Seelen gebunden, das kann ich schmeißen, das kann ich schmeißen. Was ist das? Leder, das kann ich auch schmeißen, das kann ich nämlich gar nicht tragen. Scharfe Klaue, das kann ich schmeißen. Die Hasenpfote können wir schmeißen. So, ja, auf alle Fälle. Für die Horde. Gucke ich dann so nach, liegt er halt wieder an seinem Versteck drin und gammelt rum, pennt. Und ich mir gedacht habe, okay, kommt nur kurz her, begrüßt mich, schaut nach mir, geht wieder zurück, schlafen. Und Frauchen geht's gut, brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, mal gucken, wie weit wir da kommen. So, da werden wir nämlich jetzt auch 9 erstellen. Dass wir möglichst hier 9 Punkte machen können. Das wäre ganz praktisch.
In der Zwischenzeit kann ich mir hier ein bisschen schlichten, ja? So, weiter geht's. So, das ist eine Quest. Das kann man hier hinlegen, da hinlegen. Keine Ahnung, Blutsplitter brauche ich, glaube ich, noch. Mhm, 87. Wenn man 9 Punkte würde heißen, dass ich auf 91 komme. Ne, aber 88 ist ja auch schon mal was. So. Kann ich dann hier Leder- und Panzerrüstung, kann ich hier dann eigentlich Dingens weiterlernen? Schmiedekunst, Bedarf, Lieferant? Nö. Waffenschmied, Schmiedekunstexperte, Schmied, Schmied, Schmied. Nö, kann man nicht. Okay. Wäre ja zu schön gewesen. So, jetzt gehen wir mal Serenas Kopf ab. Und dann bewegen wir uns zum Hesrul. Ich glaube, der läuft aber rum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dum, dum, da, dum, da, dum, da. Blut und so, Star. Ihr bekommt erst etwas, wenn ich Serenas Kopf sehe. Bitteschön. Ha. Ja, gut gemacht, Lavendula. Sehr gut gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob ihr der Sache gewachsen seid, aber ihr habt euch als ausgezeichneter Halsabschneider erwiesen. Nochmals vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt, die Harpien-Epidemie einzudämmen. Hier habt ihr eure Belohnung. Verwendet sie klug. Okay. Kann ich das verwenden? Schaden macht's. Ja, es würde ein bisschen mehr Schaden machen. Das hat aber Beweglichkeit, also bringt's mir nichts. Habe ich 14, 36, 14, 84, 17. Nimm mal das hier, das bringt mir am meisten Kohle. Brief an Sinjil. Ein Steinkrallengebirge, okay. Ihr habt mir sehr geholfen, Lavendula. Ihr seid ein echter Glücksbringer. Wie eine Hasenpfote. Und ich möchte, dass ihr euch das hier einmal anseht. Die Harpien stammen nicht aus dem Brachland. Sie kommen aus einem Ort namens Steinkrallengebirge, ganz weit nordwestlich von hier. Dort könnte es möglicherweise gefährlich für euch sein. Aber dieser Brief muss an einen alten Freund von mir überbracht werden, der dort lebt. Ein Hexendoktor mit dem Namen Jin Zil. Er wird sich freuen zu hören, dass Serena Blutfeder tot ist und ich glaube, ihr werdet das Steinkrallengebirge sehr interessant finden. Okay, das nehme ich jetzt mal an. Gehe jetzt aber hier weiter. Wir haben hier noch mehr als genug Quests zu erledigen. Steinkrallengebirge. Elite, Elite, Elite. Da kann ich eh nur die zwei Elite machen. Das wäre eigentlich eine Reise umsonst, ne? Ein Brief an Chin-Sil. Da haben wir auch nochmal einen Beweglichkeitsring. Der bringt mir doch nichts. Ist ja doch so doof. So. Warte mal. Wo ist denn der Typ jetzt zum Kaputtmachen? Sucht Max Frau? Ah, okay, der ist eh gleich hier. Genau, stimmt, der ging ja hier vor der Inni rum. Genau, ich erinnere mich schon wieder. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Eierjagd. Naja, wie gesagt, mir wurde ja auch geraten, in Classic war es eigentlich auch so, dass man eher die grünen Quests machen sollte, damit man weiterkommt, weil eben die gelben viel zu heftig waren. Was haben wir hier? Magnus Königskraut, das gibt mir glaube ich noch einen Skillpunkt. Jetzt bin ich halt im Überlegen, wo ich jetzt in der Zwischenzeit hin soll, weil Quests werden irgendwie immer mehr und nicht weniger. Und ich kann ja eigentlich nicht so viel hier im Questlog behalten. Da kann ich ja 20 Stück nur behalten.
Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. So, Silberblatt. Jetzt wäre halt die große Frage, wo rennt denn der Typ zufälligerweise gerade rum? Da, wir haben ihn schon. Oh. Oh, 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 das wird happig. Der ist zu dritt unterwegs. Der ist zu dritt unterwegs. Weil ich brauche hauptsächlich den Hess wohl, gell? Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit weg, okay. Ist das jetzt auch noch immer zu weit entfernt? Nee. So, einmal, zweimal den hier und den hier. Dann werde ich die hier mal... okay, dann mache ich dich jetzt mal kaputt. Was geht? Okay. Okay, das hat er, aber ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Okay, er rennt davon. Okay, sehr schön. Ah, Level 14. 15, 14. Okay, das geht sich aus. Das geht sich ja locker aus. Ah, da war ich damals Level 14, 15, 16 oder was, als ich den mal mit meinem Jäger probieren wollte. Das ging nämlich einfach nur schief. So, was haben wir jetzt hier? Silberblatt. Das brauche ich beides nicht. Okay, das ging jetzt ehrlich gesagt schneller als gedacht. Das ging jetzt wirklich schneller als gedacht. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt so die letzte Viertelstunde jetzt mit dem Ding zusammen, also verbringe. Dass ich den Typen erstens mal suchen muss. Und hier die ganze Zeit rumrenne. Wie eine Irre. Wo ist er? Und vor allem, dass ich eigentlich mal einmal zwischendrin sterbe. Aber ja. Ist doch nicht so. Wunderbar. Ausgezeichnet. Dann kann ich eigentlich wieder hier so querbeet drüber, gell? Querbeet drüber und dem die Quest abgeben. Haben wir hier eigentlich noch irgendwelche Erze? Ich meine, wir haben jetzt Skill 88. Konnte ich nicht mit Skill 85 noch irgendwas lernen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. So, bin ich immer noch allein? Brachland. Ja. Steinkrallengebirge. Keiner. Orgrimma. Wieso? Alter. Weißt du, auf der Ali-Seite waren wenigstens ein paar Leute online. Als wird es schon Mittag. Serverzeit ist auch die gleiche wie bei mir. Es wird schon 12. Aber das haben eh schon einige geschrieben, beziehungsweise man hört es immer wieder. WoW Vanilla ist einfach ausgestorben. Was eigentlich schade ist, weil... Auf der einen Seite haben es die Leute die ganze Zeit immer geschrieben, ja, wir wollen Vanilla zurück, wir wollen es so wie ursprünglich war und bla bla, und das Retail ist ja viel zu doof geworden und schieß mich tot. Und dann
genießen sie das aber nicht mal, sondern ja, wir wollen BC, ja, wir wollen GOTLK, ja, dann. Wir glauben, dass Kataklysm auch noch kommt und dies und jenes und schieß mich tot. Hat sich da jetzt was geändert? Nein. Wieso ist das so schwarz? So, ist Hesrul besiegt, Lavendula? Ja, ist. Ich bewundere euch, Lavendula. Diese Zentauren sind undiszipliniert und können ihre Wut nicht so konzentrieren wie die Orks, aber sie sind dennoch unerbitterlich wild. Ihr habt euren Wagemut bewiesen, indem ihr sie besiegtet. Ja. Hab ich. Ah, Gegenangriff war das dann. Okay. Die Horde lobt euch für eure Erfolge gegen die Kolka. Wenn ich das jetzt starte... Warte mal. Okay, lesen wir mal durch. Die Horde lobt euch für eure Erfolge gegen die Kolka. Doch die Kolka kochen vor Wut. Ich habe Berichte erhalten, denen zufolge ein Kontingent Kolka ihr Zuhause in Desolace verlassen hat und ins Brachland gezogen ist, um dort Brach zu üben. Den letzten Berichten nach rücken sie in diesem Moment von Westen her gegen diese Bunker vor. Stellt euch den Eindringlingen der Kolka und bereitet der Bedrohung, die für sie das Brachland darstellt, ein Ende. Tötet sie, bis ihr Anführer, Kriegsherr Gromzar, erscheint. Besiegt ihn und bringt mir einen Teil seiner Flagge als Beweis. Wir zählen auf euch, Lavendula. So, wenn ich das jetzt annehme, ist das erstens mal Level 20. Das schaffe ich jetzt nie und nimmer. Schaut nach Westen. Ja, die kommen dann schon. Okay. Ich lasse das einfach mal offen, weil vielleicht geht es ja dann eh noch weiter. Ich werde hier jetzt erstmal, verwende ich den Ruhestein? Ja, ich verwende den Ruhestein nach Crossroads, ich mag jetzt nicht laufen. Dann werde ich es wagen und in die Hauptstadt fahren. Was braucht ihr? Das wollte ich sagen, nicht fahren, sondern fliegen. Ratchet, nein, Bockhammer, da wollte man her. So, dann schauen wir nochmal bei Skinner. Das checke ich gerade irgendwie überhaupt nicht, dann übernimmt mir die Farben irgendwie nicht. Ignored Text Color. Slider Edit Box Border Color, Hintergrund Border Color. Tooltip Border Color. Ich check's echt gerade nicht. Ja. Yeah. Achso, beim Priester hatte ich das ja gar nicht gemacht, gell? Dominos. Du kommst jetzt da runter. So. Dann machen wir hier einen Reload während dem Flug. Und da sehen wir eh nicht viel. Siehe da, der Ruhestein hatte damals noch eine Stunde gedauert, genau. Da war ja was. Atlas-Loot. Haha, was ich mir nicht alles wünschen würde. Stäbe habe ich noch nicht mal gelernt. Echt jetzt? Das ist der Stab. Stab, Stäbe. Das müsste ich erstmal lernen, damit ich das... Oh Gott. Aber eigentlich ist es ja nur logisch, dass du so viele Dinge erlernen musst. Was halt nur irgendwie doof ist, ist, dass du halt in die ganzen Städte reisen musst, damit du das überhaupt erlernen kannst. Aber wir rennen jetzt eh gerade den Ogrimmar. Ha, dann kann ich gleich, ich muss sowieso noch da hinten. Haha, okay.
So, jetzt schauen wir mal eben fix ins... Aha. Oh, ich habe doch kein Levitieren. Stimmt, da war was. Da war was. Hallo, Auktionshaus. Du schaust mir sehr leer aus. So, was haben wir denn hier? Auktionen. Ey, warte mal. Behälter. Auktionator. Okay, erst beim nächsten Update wieder anzeigen. Passt. Behälter. Keine Gegenstände gefunden. Rüstung. Keine Gegenstände gefunden. Nein. Nicht jetzt. Keine Gegenstände gefunden. Rezepte. Alter. Das könnten... Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer fucking Ernst. Handwerkswaren. Ach. Handwerkswaren sind drin. Echt jetzt? Verbrauchbar, Rüstung, Waffen, Verschiedenes. Reagenz. Rezepte, Alchemie. Alter. Echt jetzt? Ist da nichts drin? Okay, Handwerkswaren, Zinnerz, Kupfererz, Samius. Das ist alles nur vom Gleichen. Sag mal, kauft er sich selber auf oder was? Das ist nur vom... Alter Falter. Ich bin gerade wie gelähmt. Ja, das habe ich mir letzte Folge eigentlich schon fast gedacht. Mal abgesehen davon, dass das Dingens ja, dann kann ich das eh alles verkaufen. Dann kann ich mir aber Hilfe auch nicht. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich beiß hier durch und level, was das Zeug hält. Und gefühlt Mutterseelen allein, weil halt absolut irgendwie die Horde hier ausgestorben ist und scheinbar wirklich alles auf Kingsfall läuft. Also auf Kingsfall, auf der Allianzseite läuft. Oder ich beiße nicht durch, gebe diesen Charakter hier auf und konzentriere mich halt nur auf Lavendula, weil auf der Ali-Seite eben mehr los ist. Ja, diese Entscheidung gilt es jetzt zu treffen. Ihr könnt da gerne irgendwie eure Meinung dazu beitragen. Soll ich hier trotzdem weitermachen und einfach alles schön gemütlich angehen? Oder soll ich es hier auf der Hordenseite lassen? Das, ja, wie gesagt, das könnt ihr gerne mitentscheiden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich eher dabei bin. Ah, Silber vergütten. 75 schon, okay. 125. Das nächste, okay. Ich neige eher dazu, zu sagen, dass ich das hier eher aufgebe. Weil es ist ja eigentlich ein Massen-Multiplayer-Spiel. Und diese Massen-Multiplayer, die fehlen hier irgendwie. Ja, wie gesagt. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen. Ich verstehe noch nicht, warum das hier auf der Hordenseite so wild ist. Dass es so extrem abgeflacht ist. Außer ich bin für die Hordenseite einfach nur auf dem falschen Server. Genau, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit.
dass ich ein wenig Geld in die Hand nehme und Lavendula auf einen anderen Server transferiere. Wie geht's denn so, Mann? Stehböscher, da haben wir schon richtig. Zock, zock. Talk, talk. Was haben wir hier? Nix. Okay. Waffenverkäufer. Ne, es waren nur die beiden. Vorwärts zum Sieg. Ja. Also, dass ich, also die Möglichkeit gibt es auch noch, dass ich halt eben ein bisschen Kohle in die Hand nehme und Lavendula dann eventuell auf einen anderen Server transferiere. Oder auf einem anderen Server Lavendula einfach neu anfangen. Dann gibt es sogar vier Möglichkeiten. Also Möglichkeit A, durchbeißen. Möglichkeit B, auf einen anderen Server transferieren. Möglichkeit C, auf einem anderen Server neu anfangen, wobei ich dabei erstmal halt mal gucken muss, wo halt mehr Horde unterwegs ist. Und Möglichkeit D, die Hordenseiter hier auf Vanilla einfach schlafen legen. ja, keine Ahnung, wie man dazu am besten sagen soll. Also diese vier Möglichkeiten gibt es. Wäre cool, wenn ihr eure Meinungen irgendwie so preisgeben würdet. Und ja, mal gucken, wie es dann die nächsten Folgen hier mit Lavendula weitergeht. Mal gucken. Bis dahin sage ich aber erstmal ciao, ciao. Wir hören uns auf alle Fälle mit Colonia dann wieder. Und bis dahin erstmal, baba.